meine Lieben, heute mal mit Mütze, weil meine Haare ganz, 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 ganz frisch gewaschen und geföhnt sind. Und dann sind die immer total flauschig hier oben drauf und das nervt mich dann immer. Außerdem sind die auch noch dann ein bisschen feucht und ich werde jetzt gleich noch einkaufen gehen nach dem Video. Und ja, es ist dann doch nicht so schönes Wetter heute und ziemlich kühl. Ja, über was ich heute sprechen möchte, also heute ist so ein Tag, da möchte ich am liebsten über fünf Themen gleichzeitig reden und muss mich halt für eins entscheiden. Und das Thema, was gewonnen hat, was raus möchte, ist: Setzt euch nicht so unter Druck. Das ist eigentlich etwas, was ich täglich beobachten kann bei meiner Arbeit, dass sich Menschen in allen Lebensbereichen unter Druck setzen. Sei es in der Meditation, sei es in der Partnerschaft, sei es an der Arbeit, sei es auf dem Weg zur Heilung und so weiter. Ich hatte das in diesem Video Leben im Hier und Jetzt schon mal so ein Beispiel gehabt, dass wenn man zum Beispiel aufräumen will, ja, und es sieht gerade vielleicht total chaotisch aus, bei mir ist das ja so ja, normal, bei anderen ist es vielleicht nach einer großen Party oder so, und wenn man dann ja erstmal sich überlegt, was man dann alles machen muss, was man aufräumen muss, putzen und, ja, dann steht man manchmal dann vor so einem Berg und denkt sich, oh, wie soll ich das alles schaffen? Und ist damit schon total überfordert, weil man sich halt unter Druck setzt. Oder wenn man für eine Klausur lernen will, ja, dann hat man da vielleicht so die ganzen Bücher vor sich, die man lesen muss, und stellt sich alles vor, was man da noch machen muss, und ist auch überfordert. Und das ist halt so dieses, dass man sich oft ein zu hohes Ziel setzt oder sich viel zu viel vornimmt, anstatt einfach mit kleinen Schritten anzufangen. Okay, wenn ich für die Prüfung so viel lernen muss, dann ist das so. Aber ich muss mir jetzt einfach erstmal ein Buch nehmen und anfangen. Damit komme ich dann viel weiter, als wenn ich mir direkt alles anschaue, was ich da machen muss. Und so ist es auch auf dem Weg der Heilung. Also wenn ich jetzt noch schon vielleicht gerade eine sehr starke Angststörung habe, vielleicht kannst du auch gerade nur am PC sitzen, dir irgendwie Sachen angucken, damit du ein bisschen Ablenkung hast. Vielleicht kannst du gerade gar nicht nach draußen und nichts, ja. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass du dir ganz kleine Schritte, ganz kleine Ziele setzt. Zum Beispiel, okay, du kannst vielleicht gerade nicht unter Menschen, dann bekommst du sofort Panik. Dann warte, bis es dunkel ist. Warte, bis es Nacht ist, da ist kaum was draußen los, außer du wohnst jetzt, weiß nicht, in Hamburg auf der Reeperbahn. Und dann geh vor die Haustür. Stell dich einfach erstmal vor deine Haustür, es ist dunkel, es sieht dich eigentlich keiner, es sind so keine Menschen unterwegs. Dann gehst du vielleicht auch einfach mal ein paar Schritte oder läufst einfach mal ums Haus oder um den Block, ja. Oder wenn du das hinkriegst und du willst einkaufen gehen, dann ja, dann nimm dir doch gar keinen großen Einkauf vor, sondern dann nimm dir den nächsten Supermarkt, am besten einer, der in Gehweite ist. Ich finde, Laufen kommt bei Panik oder Angst immer ganz gut, ja, wenn man Adrenalin abbaut. Und dann hab gar nicht mal vor, was zu kaufen. Dann geh einfach nur mal rein, lauf durch die Gänge und geh wieder raus. Ja, und so einfach kleine Schritte machen, sich einfach immer nicht zu viel vornehmen. Das ist das Problem von vielen, die sich wirklich zu viel vornehmen und dann natürlich scheitern. Bei mir war es auch so, ich habe auch mit kleinen Schritten das gemacht. Und wenn ich dann mir zu viel vorgenommen habe, dann habe ich das direkt gemerkt. Und dann habe ich Panikattacken bekommen oder es ging mir halt sehr schlecht, ich war erschöpft und so weiter, ja. Aber das ist dann auch okay. Dann weißt du, okay, das war jetzt halt ein Schritt zu weit. Dann halt das nächste Mal wieder einen Schritt zurück. Ja, also du hast alle Zeit der Welt. Wirklich, auch wenn dir andere Menschen gerne sagen wollen, das muss schnell gehen, du musst wieder arbeiten gehen, du musst das und das und das. Du musst gar nichts, ja. Aber du möchtest gesund werden. Du möchtest wieder ein normales Leben führen, oder normalen Anführungsstrichen. Oft ist das Leben nach so einer Angsterkrankung, Depression und so weiter ein anderes. Aber einfach, weil man halt gemerkt hat, okay, das vorherige Leben, das war irgendwie gar nicht so toll. Und deswegen, es geht darum, was du möchtest. Du möchtest gesund werden, du möchtest wieder irgendwie aktiv am Leben teilnehmen. Also fängst du damit an und machst es in ganz kleinen Schritten. Und das ist wirklich egal, was andere sagen, weil es bringt ja nichts, sich Druck zu machen, und es bringt vor allem auch nichts, sich Druck machen zu lassen. Auch bei der Meditation. Viele Meditationsanfänger wollen ganz schnell ganz viel erreichen.
Oder sie wollen unbedingt bei allem, beim kleinsten bisschen immer wissen, was ist das? Es hat in der Schulter geziept, warum? Es hat, weiß nicht, ich habe eine Farbe gesehen, warum? Ja, lasst es doch einfach erstmal auf euch wirken. Natürlich kann es helfen, ein bisschen was über Farben zu wissen, über Krafttiere, über Chakren und so weiter. Und da gibt es auch ganz viele Quellen im Internet zum Nachlesen. Also man kann, wenn man Google oder andere Suchmaschinen benutzen kann, dann findet man immer ganz schnell seine Informationen. Aber da ist es auch einfach viel erstmal mit Intuition und einfach auch mit Übung und Geduld. Wenn ich jetzt mich zum dritten Mal hinsetze und meditiere und es tut in meinem unteren Rücken weh, dann ist das wahrscheinlich gar keine Blockade, sondern es ist einfach dadurch, dass man eben noch eine schwache untere Rückenmuskulatur hat. Oder wenn es dann in der Schulter zieht, dass man dann einfach gerade noch verspannt sitzt, weil es eine ungewohnte Haltung für uns ist, in einem Schneidersitz zu sitzen, ohne uns anzulehnen und das über einen längeren Zeitraum. Oder wenn ganz viele Gedanken aufkommen, es ist ganz normal. In unserer Gesellschaft sind wir es gewohnt, dass wir ständig irgendwie berieselt werden, dass wir selten mal zur Ruhe kommen oder über uns selber nachdenken. Und wenn dann plötzlich diese ganze Außenkulisse abgeschaltet ist, dann merken wir erstmal, was geht denn da eigentlich alles vor sich? Und das ist einfach dann auch ein Gewöhnungsding, sich daran zu gewöhnen. Und irgendwann wird dann der Geist auch langsam ruhiger werden. Beziehungsweise dann bringt der Geist die Dinge hoch, die wirklich wichtig sind und die hochkommen sollen. Oder wenn ich, ja, dann machen manche eine Engelmeditation und sagen, ja, ich bekomme aber keinen Kontakt zu meinen Engeln. Das ist halt, da ist kein Schalter, den man umlegt, ja. Oder vielleicht ist der Schalter doch da, aber du musst ihn dann halt auch erstmal finden. Also es ist immer, Geduld und nicht unter Druck setzen ist wirklich wichtig. Auch so ein Thema gerade Zwillingsflamme oder Partnerschaft. Ja, das Thema Zwillingsflamme ist wirklich aktuell, auch im Leben von vielen Menschen. Aber jetzt wollen plötzlich ganz viele Menschen sofort ihre Zwillingsflamme finden, mit ihr zusammenkommen oder meinen, sie haben sie gefunden, aber er oder sie erwidert die Gefühle nicht. Oder irgendwer anders sagt, hier, das ist deine Zwillingsflamme und man meint, man muss sich da jetzt reinfügen. Ja. Setz dich nicht unter Druck, lass dich nicht unter Druck setzen und setz auch andere nicht unter Druck. Wenn du jetzt einen Mann oder eine Frau gefunden hast, wo du meinst, das ist deine Zwillingsflamme, schön. Das heißt aber noch nicht, dass ihr jetzt auch gerade in diesem Moment zusammenkommen sollt. Ja. Vielleicht ist der andere noch gar nicht so weit. Oder vielleicht sollt ihr auch gar keine Beziehung führen. Vielleicht, also ich bin der persönlichen Meinung, dass es erstens mal nicht nur eine Zwillingsflamme gibt, weil wir einfach alle miteinander verbunden sind im Kern. Und ich denke auch, dass man mit einer Zwillingsflamme auch nicht unbedingt eine Beziehung eingehen muss. Es können auch Bruder und Schwester sein. Man kann auch eine platonische Liebe haben. Vielleicht ist man auch einfach dafür bestimmt, gemeinsam Gutes zu tun. Ja, also es muss nicht immer auf dieser 3D-Ebene sein, diese typische Beziehung, heiraten, Kinder kriegen, keine Ahnung. Ja, man darf da auch nichts erzwingen. Also wenn der andere kein Interesse zeigt, ja, vielleicht ist es dann auch gar nicht die Zwillingsflamme oder vielleicht ist es, wie gesagt, einfach auch noch nicht eure Zeit. Du möchtest ja bestimmt auch nicht irgendwie dazu gezwungen werden, irgendjemanden zu lieben. Wir sind ja zum Glück da in Deutschland, wo man jetzt nicht von den Eltern dann verheiratet wird, ja. Ja, also wirklich, bitte, entspannt euch ein bisschen, versucht es zumindest und erwartet nicht immer gleich so viel, setzt eure Ziele nicht so hoch. Nehmt wirklich mal an, was ihr jetzt habt, in was für eine Situation ihr jetzt seid. Guckt einfach mal darauf, okay, was habe ich denn eigentlich, was kann ich daraus machen? Ja, und nicht immer so in die Zukunft gucken oder einfach zu viel fordern und sich selber zu viel abverlangen. Sondern vielleicht wirklich einfach mal einen Schritt zurückgehen. Okay, ich gucke mir das einfach mal in Ruhe an. Ich setze mich mal damit auseinander. Ich habe einfach mal Geduld. Bis zum nächsten Video.